Heute habe ich Joghurtschnitte. Ich habe die Fernsehwerbung gesehen und dachte mir so, die werden doch sowas von Ferrero verklagt, weil es halt genauso aussieht wie Milchschnitte und im Prinzip dasselbe ist. Aber dann dachte ich mir doch irgendwo, dass es dann am... Irgendwo wird da gleich, glaube ich, draufstehen, dass das von Ferrero ist. Die gab es bei Netto für... Ah, jetzt habe ich es vergessen. 1,19, 1,49 oder sogar mehr, ich weiß jetzt nicht. Joghurtschnitte. Irgendwas. Die normale Milchschnitte ist ja halt Milch und Honig. Und hier. Das. Das habe ich immer schon so gehasst. Man will sie immer abziehen, aber dann zerquetscht man sie. Wo wir gerade beim Thema sind. Ich habe jetzt irgendwann mal, ich kann mich nicht erinnern, was das für eine Süßigkeit war. Das war so ein halt wirklich halt 20, 30 Jahre altes, so ein Klassik-Ding. Und die haben die Verpackung extra so scheiße gebaut, dass die Kinder halt das Ding nur ganz schwer aufkriegen, weil halt dieser Zeitbedarf halt, der wurde halt mit eingerechnet in den Spaß, den diese Süßigkeit dann macht. Also kann ich schwer erklären, aber halt so ein längeres, in Anführungsstrichen, Erlebnis für die Kinder. Auf jeden Fall, dass man auf so eine Idee kommt. Joghurtschnitte, ein erfrischend leckerer Joghurtsnack für die kleine Auszeit. Prozent Joghurt. Aber was ist das hier? Aber ich hatte so überlegt, irgendwie, ich meine, warum machen die das jetzt so? Warum schreiben sie halt nicht Kinder drauf? Wie bei allen anderen Produkten auch. Ob das jetzt extra so an irgendwie Erwachsene gerichtet ist, irgendwie oder Sportler oder so. Dass man von diesem Kinderimage irgendwie weg will. Keine Ahnung, vielleicht ist das wirklich so, dass diese Milchschnitte-Sache halt hauptsächlich von Kindern gekauft wird. Da wäre ich überfragt. Obwohl die Klitschkos ja was anderes andeuten. Ist, glaube ich, nicht so dunkel wie Milchschnitte. Nee. Ist irgendwie nicht meins. Also schmeckt sehr säuerlich. Wie so eine Art. Ich überlege gerade, ob das Zitrone sein könnte. Also so eine Art Zitronenquarkkuchen.
Schmeckt mir irgendwie ein bisschen zu gesund. Obwohl es garantiert nicht gesund ist. Ah. Seltsam, seltsam. Gut. Ist aber nicht mehr lange haltbar. Gut, dann war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann. Heute habe ich Lorenz Crusticks. Und zwar sind die.